Wer hat heute Geburtstag? Ich. Du hast heute Geburtstag. Wie alt bist du? 3 Jahre alt. Genau. Jawohl. Und jetzt darfst du die Kerze auspusten und dir was wünschen. Super. Guten Morgen. Wir haben heute den 11. Dezember. Heute hat Leon Geburtstag. Er ist 3 Jahre alt geworden. Wir haben heute Morgen haben wir ihn kurz mit einem Muffin noch überrascht und gesungen für ihn. Und sein Geburtstagsgeschenk wird er nachher bekommen, wenn er aus dem Kindergarten kommt. Das hat einfach den Grund, weil wir eigentlich dachten, dass Leon, dass Dennis arbeiten muss. Und Dennis wollte unbedingt dabei sein, aber er hat sich freigenommen, weil... Oh mein Gott, ich war so happy, als ich das gestern gesehen habe. Es schneit richtig, richtig toll. Das ist das erste Mal seit 5 oder 6 Jahren, dass es bei uns so doll schneit und dass der Schnee auch mal liegen bleibt. Das ist so schön. Ich war gestern so happy. Ich bin rausgerannt, habe einen Schneemann gebaut, habe leider mein Handy verloren. Dann war ich nicht mehr so happy, habe dann überall gesucht. Und dann hat Dennis das irgendwann im Schnee gefunden und Gott sei Dank geht das wieder. Also es war gar nicht erst aus, Gott sei Dank. Ja, und irgendwie war ich auch gefühlt die Einzige, die sich gefreut hat, dass es schneit. Dennis war total genervt, dass er gucken muss, dass unser Gehweg frei war. Und Leon, der war die ganze Zeit am Frieren, der hatte gar keinen Bock auf den Schnee. Und ich war die Einzige mit guter Laune und wollte unbedingt diesen blöden Schneemann bauen. Liebe den Schnee. Ja, und deswegen musste Dennis zu Hause bleiben, weil er sonst nicht zur Arbeit kommt oder er wäre nachher nicht mehr zurückgekommen. Und bei dem Wetter, so wie es jetzt aussieht, wäre er auch nicht mehr zurückgekommen. Der hat ja einen weiten Fahrtweg. Und bei ihm, da wo er arbeitet in Leverkusen, da liegt ja noch mehr Schnee. Und deswegen ist das ganz gut, dass er zu Hause geblieben ist, sonst wäre er irgendwann heute Abend erst nach Hause gekommen. Und das an Leons Geburtstag ist total doof. Ja, und jetzt muss ich gucken, dass ich hier ein bisschen aufräume, ganz schnell. Und ich habe mich schon ein bisschen fertig gemacht. Und dann wollten wir ein bisschen den Tisch schmücken und ich muss noch aussuchen, was er zum Geburtstag geschenkt bekommt. Ich habe so ein paar Sachen gekauft und davon sind ein paar Sachen zum Geburtstag und ein paar Sachen für Weihnachten. Und da wollte ich noch raussuchen, was er dann heute bekommt. Das muss noch eingepackt werden. Und dann kommen irgendwann meine Eltern und Dennis seine Eltern, aber die kommen nur, um das Geschenk abzugeben, weil die das unbedingt wollten heute. Eigentlich habe ich gesagt, sollen die dann Sonntag kommen, dass die ganze Familie Sonntag kommt. Der Kindergeburtstag ist Samstag, da werde ich euch dann auch mitnehmen. Zwar nicht, wenn die Kinder da rumspringen, aber für die Vorbereitungen, falls ich das irgendwie schaffe zu filmen. Heute Morgen habe ich euch auch schon mitgenommen, da habe ich eine Brötchenschlange gemacht. Das Rezept für die Brötchen werde ich euch unten verlinken. Ich habe gestern Abend die Brötchen vorbereitet und dann einfach mit Alufolie in den Kühlschrank gepackt. Das sind Gott sei Dank auch Brötchen gewesen, die man abends vorbereitet und dann einfach nur in den Ofen packt. Ja, ich räume jetzt hier ein bisschen auf und dann schmücke ich noch unten. Dann zeige ich euch noch die Geschenke und dann kann ich euch ja nochmal zeigen, generell, was andere von uns zu Weihnachten bekommen. Einfach so, ja, so eine Inspiration. Und da ist auch was bei, was ich zugeschickt bekommen habe, deswegen zeige ich euch das auch. Also, die sind heute gekommen, die habe ich bei Wish bestellt, weil, wenn ihr meinen Wish-Haul von vor einem Jahr kennt, dann wisst ihr, dass ich den schon in Blau für Leon gekauft habe. Und die Zwillinge werden ja auch in einem halben Jahr eine Zahnbürste brauchen. Da hängt Leons Käfer. Und dann habe ich eigentlich überlegt, hier noch einen zu machen und da. Aber Dennis hat Angst, dass die Kinder, weil Leon reißt da auch immer dran, dass die nachher den Spiegel abreißen. Deswegen müssen wir das einfach hier so ein bisschen verteilen. Ich finde die wirklich gut für 1 Euro. Kann ich euch einfach nur weiterempfehlen. Die gibt es, glaube ich, auch noch als Geckos. Ich finde die total schön. Kommen jetzt erstmal hier unten im Schrank. Chaos. When everything is on, we light a candle. We're breathing really slow with artists. We're waiting for the dawn with empty bottles. You turn around when I wanna kiss. I try to reach you, but that's nothing new. I can't, I know, cause you turn around when I wanna kiss. November, but you turn around when I wanna talk. Oh, when you need me, time has changed. Maybe I'm the one being silent when you just wanna talk. Whoa.
Ich bin jetzt fertig mit Aufräumen. Jetzt wollte ich ein bisschen dekorieren, weil hauptsächlich wird das ja alles für den Kindergeburtstag dekoriert. Und hier habe ich ja schon ein paar voll gegessen. Die kommen nämlich auch in diese Giveaway-Tüten. Und die drei habe ich jetzt vor 2 Tagen oder so noch gemacht. Ich habe die ja einfach angemalt. Und hier einen kleinen Feuerwehrmann Sam ausgedruckt, auf Pappe geklebt und dann da drauf geklebt. Das hat er ja vom ersten und vom zweiten Geburtstag auch. Und später ist das einfach in seinem Kinderzimmer als Deko. Und hier sind die Luftballons. Die habe ich ja gekauft. Die hat Dennis aufblasen lassen oder auffüllen lassen. Ich weiß noch nicht, was er davon bekommt. Ich zeige euch das mal. Das sind hier die Sachen, die wir generell zu Weihnachten und so verschenken. Ich schenke meinen Eltern und meiner Schwester eigentlich gar nichts. Wir haben nämlich ausgemacht, dass wir uns zu Weihnachten überhaupt nichts mehr schenken, weil das einfach nur so eine Hin- und Her-Schenkerei war. Wir haben uns immer nur Gutscheine geschenkt oder ich habe Geldgeschenke gekriegt. Und dann haben wir gesagt, dann investieren wir das lieber für die Kinder und dann kriegen die ihre Geschenke und wir brauchen das jetzt nicht. Meine Eltern bringen eine Kleinigkeit mit, wenn die hier zum Essen hinkommen oder so. Das mache ich dann auch, wenn wir da hinkommen. Aber ansonsten schenken wir uns eigentlich nichts mehr Großartiges. Aber ich habe jetzt doch noch was, alleine als Dankeschön, also für meine Mama speziell, alleine als Dankeschön, weil die immer so oft auf meine Kinder aufpasst und mich so oft unterstützt, bekommt sie auf jeden Fall auch was von mir. Aber jetzt hier für den Leon. Also ich war mir jetzt nicht sicher. Ja, eigentlich wollten wir gar nicht so viel schenken, weil Leon wirklich sehr viel zwischendurch immer von uns bekommt. Habe ich eine Kamera. Er wünscht sich unbedingt eine Kamera, so eine Spielkamera. Es hätte auch bestimmt eine aus Plastik gereicht oder so, aber dann habe ich mir gedacht, lieber so eine, die extra für Kleinkinder gedacht ist, die aber auch digitale Bilder macht. Die habe ich bestellt bei Amazon, aber ich habe gesehen, ich habe die falsche bestellt. Ich habe die für etwas größere Kinder bestellt. Dabei wollte ich die bestellen, die richtig handlich auch zu packen ist. Deswegen muss ich die dann wieder umtauschen. Die ist noch nicht gekommen, die kommt heute. Und dann die neue bestellen, also die andere. Ja, die Kamera kriegt auf jeden Fall zu Weihnachten. Dann haben wir hier einmal zur Auswahl das Spiel Looping Louie. Ich war schon voll oft am Überlegen, ob das überhaupt schon was für ihn ist, weil ich habe gesehen, das ist eigentlich total das simple Spiel. Man muss einfach nur rumdrücken und dann irgendwelche Dinger da sammeln beim Drücken. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sah das sehr simpel aus, als ich das in der TV-Werbung gesehen habe. Und die All About Anna hat das, glaube ich, auch in ihren Insta-Stories vorgestellt und hat gesagt, dass sie da total von begeistert ist. Und dann habe ich gesagt, komm, dann bestellst du das auch. Dann haben wir wenigstens auch Spaß. Dann habe ich ihm das hier noch gekauft von Play-Doh. Das ist so ein Backofen, der macht auch Bing. Verschiedenfarbige Knete und ein paar Förmchen. Das hatte ich gar nicht geplant zu kaufen, aber immer wenn Leon und ich Knete spielen, dann tut er so, als ob er einen Backofen hätte. Und dann gebe ich ihm irgendeine Tupperdose, die er dann auf- und zumachen kann. Und dann ist das der Backofen. Ja, und dann habe ich mir gedacht, finde ich das irgendwie viel cooler, wenn da ein richtiger Backofen bei ist. Und da wird er sich richtig freuen und ich habe da auch total Spaß. Und dann habe ich noch spontan, als ich bei Lidl einkaufen war, das hier entdeckt. Und ihr wisst, wie sehr ich auf Lidl stehe. Ich liebe Lidl. Leon hat letztes Jahr schon von uns die ganzen Straßen hier bekommen. Damit spielt er auch wirklich häufig, oder ich spiele damit auch total gerne. Immer wenn wir nicht wissen, was wir machen sollen, dann bauen wir ein paar Schienen auf. Und da kann man dann diesen Laden einfach mit dran bauen. Und passend dazu, wenn er schon einen Lidl-Laden hat, dann braucht er natürlich auch einen LKW, ne? Der hat auch nur 15 Euro, genauso wie der Supermarkt, gekostet. Den kann er dann auf die Schienen packen und dann noch selbst steuern. Ja, ich weiß nicht, was er dann heute kriegt. Ich glaube, der kriegt das. Dann kann er damit wenigstens direkt spielen. Und die Knete vielleicht, oder? Und das Spiel. 3 Sachen. Ist ein bisschen viel, oder? Ich weiß nicht. Und zu Weihnachten haben wir letztes Jahr 3 Pakete geschenkt. Das war viel zu viel. Wir haben das noch auf weitere Tage verteilt, weil er ja dann auch noch von meinen Eltern, von meinen Schwiegereltern, von den anderen Familienmitgliedern was bekommt. Und das war letztes Jahr noch viel zu viel. Er war total überfordert. Wir wissen jetzt nicht genau, wie wir das machen. Auf jeden Fall kriegt er dieses Jahr die Kamera und dann kriegt er noch den Laden. Ich denke mal, das reicht. Für die Zwillinge habt ihr ja schon gesehen. Da habe ich das schon ganz lange auf meine Wunschliste gehabt. Das habe ich euch auch in einem Black Friday Haul vorgestellt. Das kommt aber noch online. Kann man dann einfach hier vorne auf dem Tisch stellen und dann können die damit spielen, während die sitzen. Ist mal was anderes, als wenn die dann immer nur da liegen und oben mit den Tierchen spielen können. Und die Schimmelgiraffe habe ich euch ja auch schon in meinen Insta-Stories immer gezeigt, weil ja da oft gesagt wird, dass da Schimmel drin ist. Ich habe aber schon in dem Black Friday Haul was dazu gesagt. Ja, dann wollten wir, wie gesagt, meinen Eltern eigentlich nicht schenken. Ja, dann habe ich mir überlegt, habe ich Porzellanfarbe bestellt bei Amazon.
und ein paar kleine Teller bei Xenox oder so. Einfach nur so Teller, ja, damit unsere Eltern was drauf servieren können. Und zwar habe ich mir gedacht, für meine Eltern und Dennis seine Eltern jeweils so einen etwas größeren. Da kann Leon dann seine Hand drauf verewigen mit der Porzellanfarbe. Ich werde aber auch nur die schwarze benutzen. Ich finde das viel stylischer, irgendwie schwarz auf weiß. Ich finde das nicht schön, wenn das so bunt ist. Und jeweils zwei kleine Teller. Da kann dann einmal der Ben sich drauf verewigen und der Jonas. Und dann werde ich hinten einfach den Namen draufschreiben. Ja, da können die dann, weiß ich nicht, so ein paar Pralinen oder so drauf servieren. Ja. Und dann, das habe ich zugeschickt bekommen, kann sein, dass ihr total davon genervt seid. Es tut mir leid. Aber ich fand es wirklich schön und ich habe mich gefreut, als sie auf mich zugekommen sind. Aber nicht für mich, weil ich das verschenken wollte. Und zwar von Daniel Wellington die Uhren. Also das sind Geschenkekollektionen. Da kann man sich dann bei Daniel Wellington einfach so zwei Artikel zusammenmischen. Das ist dann die Geschenkekollektion. Dann bekommt man 10% Rabatt auf diese Kollektion. Jetzt noch aktuell vor Weihnachten ist das. Und mit meinem Rabattcode MelsKanal, das ist mein erster Rabattcode, Leute, also das musste ich dann jetzt einfach mal machen, bekommt man dann nochmal zu den 10% dann nochmal 15% dann auf die Geschenkekollektion. Außer ihr wollt nur eine Uhr kaufen, dann könnt ihr aber auch meinen Code benutzen. Dann bekommt ihr 15% drauf Rabatt. Ich bekomme auch keine Provision oder so dafür. Ich habe wirklich nur die Uhren zur Verfügung bekommen und muss euch dieses Angebot einfach nur zeigen und nicht sagen, wie es mir gefällt. Aber ich sage euch das, dass mir das wirklich sehr gut gefällt. Alleine die Geschenkeverpackung einfach mal ausprobieren wollte und weil die Lisa davon immer geschwärmt hat. Und da habe ich mir gedacht, komm, irgendwas muss ja dran sein, dass sie alle davon schwärmen. Die Geschenkeverpackung ist schon mal sehr edel und hier habe ich dann einmal... Das kann ich sagen für meine Mama. Ich werde ihr sagen, dass sie das Video bitte nicht gucken soll. Nee, das ist für jemand anderes. Im Nachhinein bereue ich das, dass ich mir keine ausgesucht habe, weil ich die auch schön finde. Aber ich trage halt nicht so oft eine Uhr und die ist echt schön. Dazu ein Armband. Also das sieht wirklich sehr, sehr edel aus. Und zum Verschenken finde ich, das ist echt eine tolle Sache. Und dann, das habe ich personalisieren lassen für meine Mama. Und wie gesagt, ich werde ihr sagen, ich weiß nicht, ob sie meine Videos guckt, aber einfach nur zur Sicherheit sage ich ihr das. Meine Mama bekommt ein weißes Ziffernblatt. Ich habe das so komisch eingepackt, ich muss das nachher nochmal schöner einpacken. Ein weißes Ziffernblatt mit einem rose-goldenen Armband und einem rose-goldenen Kuff oder so nennt man das. So, ich glaube, ihr könnt das jetzt sehen, da steht dann Mama drauf, also das sieht man live viel besser. Ich kann euch ja mal ein Bild einblenden, da sieht man das besser. Ich bin, wie gesagt, ihr habt noch nie eine Uhr an mir gesehen, außer wenn ich weggehe. Da habt ihr bestimmt schon mal eine Uhr an mir gesehen. Und ich fand es einfach viel zu schade, so eine schöne, hochwertige Uhr, die sich auch wirklich super anfühlt, für mich zu behalten. Und da Weihnachten ist, habe ich mir gedacht, kann ich die doch auch direkt verschenken. Und für mein Patenkind, da steht ihr gerade drauf, sie hatte Geburtstag, da bekommt sie irgendwo so ein, keine Ahnung, so ein Baumhaus mit so ein paar Figuren oder sowas. Und zu Weihnachten wünscht sie sich ein Wendepaillettenkleid. Habe ich noch nie gehört. Keine Ahnung, was das ist. Muss ich mal googeln. Und das kriegt sie dann von mir. Und dann bekommt noch meine andere Nichte, bekommt dann auch noch was. Die wünscht sich, das bekommt man wohl bei Real, hat sie gesagt, irgend so eine Puppe, da sind Perlen drin. Oder eine Perle, da ist eine Puppe drin. Keine Ahnung, ich bin da noch nicht so auf dem Stand, was das angeht. Vor allem Mädchenspielzeug leider nicht. So schlimm an. Dennis war heute Morgen auch schon mit Jonas beim Arzt, weil ich war mir nicht sicher, ist das jetzt schon schlimm, der Husten oder nicht, weil er hört sich ja schlimm an. Ben hat auch jetzt mittlerweile ein bisschen Husten, aber Jonas hat das jetzt schon seit
anderthalb Wochen oder so. Und bevor das nachher schlimmer wird, wollte ich das lieber einmal überprüft haben. Aber der Arzt hat gesagt, das klingt gerade ab und immer. Dann, wenn es besser wird, dann wird der Husten meistens dann immer, das hört sich dann einfach viel schlimmer an. Aber der kommt dann einfach nur noch mal raus. Und das klingt gerade alles ein bisschen ab. Und man merkt auch, dass im Halsbereich alles gerade ein bisschen besser wird, dass es wohl mal schlimmer war. Und dabei hat sich das, wie gesagt, gar nicht so schlimm angehört. Das wird jetzt erst irgendwie schlimmer. Aber das soll wohl normal sein. Ich habe, wie ihr hört, haben wir alle ein bisschen Husten. Und da müssen wir dann jetzt wohl durch. Ich hoffe, dass es irgendwann auch mal vorbei ist mit diesem Husten. Jonas muss halt nachts immer viel husten. Und dadurch, dass er so trocken ist, der Husten, muss er sich dann total übergeben. Also dann kommt noch mal ein bisschen Milch raus. Und dann muss ich ihn umziehen. Und das hatten wir jetzt, ich glaube, vorletzte Nacht hatte ich das dreimal. Und dann ist er natürlich irgendwann wach gewesen, hellwach, weil ich ihn immer wieder umgezogen habe. Aber heute ist der Jonas viel besser drauf. Gestern war der ganz, ganz, ganz schlecht drauf. Also man konnte ihn nicht einmal weglegen, nicht einmal. Und da war ich einfach nur froh, dass es am Wochenende war, dass Dennis da war und ich nicht alleine mit den Kindern da war. Und in der Nacht kam er auch, glaube ich, alle anderthalb bis zwei Stunden. Und da habe ich dann gesagt, Dennis, ich kann nicht mehr. Ich gehe jetzt nach oben auf den Dachboden, habe meine Matratze mit hochgenommen. Und dann hat er für die restliche Nacht übernommen. Das war von 2 bis 6:30. Da hat er mir den schon wieder gegeben. Aber in der Zeit hat er einmal dem Ben die Flasche gegeben und hatte wohl immer abwechselnd irgendeins der Babys dann bei sich im Bett. Und war dann total gereizt nach 4,5 Stunden oder 5 Stunden und hat mir dann die Kinder wieder gegeben. Aber ich habe wenigstens diese 4 Stunden durchgeschlafen. Das war wirklich Gold wert. Alleine dieses am Stück schlafen, das hat mir gefehlt. Und wenn ich jetzt oben im Schlafzimmer geschlafen hätte, dann hätte ich die immer wieder gehört und hätte keine Ruhe gehabt und hätte gesagt, nee, dann stehe ich wieder auf. Also das war das erste Mal, dass Dennis letzte Mal eine richtige Nachtschicht hatte. So richtig war es ja auch nicht, waren ja nur 4 Stunden. Aber das tat schon gut und das werden wir jetzt auch mal öfter machen, weil das wird immer schlimmer. Das halte ich sonst nicht aus. In der Woche geht's ja nicht, da muss Dennis sehr früh aufstehen und da nehme ich dann auch Rücksicht drauf. Dann kann er spätestens um 10 Uhr ins Bett, aber meistens geht er trotzdem eher ins Bett. Und dann muss er halt um 5 Uhr ja wieder aufstehen. Aber am Wochenende finde ich es richtig, wenn wir uns abwechseln. Dann kann der eine dafür länger schlafen, der die Nachtschicht hatte. Und derjenige, der durchschlafen durfte, muss dann früh aufstehen, aber darf sich dann mittags nochmal hinlegen. Das finde ich dann ganz gut. Außer es steht jetzt irgendwas Besonderes an, dann können wir uns halt nicht mehr hinlegen, dann müssen wir was machen. Ja, und was ich eigentlich erzählen wollte, Leon ist total fertig. Der war, glaube ich, jetzt echt wirklich überfordert und das ist auch ziemlich viel, was der geschenkt bekommen hat. Und dabei sind nur meine Eltern, meine Schwester und meine Schwiegereltern kurz vorbeigekommen und wollten denen die Geschenke geben, damit es am Sonntag, wenn die Familie kommt, nicht allzu viel wird. Und dabei ist im Endeffekt dann doch noch ein Geschenk unausgepackt geblieben, weil er total fertig war. Der war richtig kaputt. Ist freiwillig jetzt ins Bett gegangen mit Klamotten. Und dabei haben wir es noch nicht so spät. Dennis guckt jetzt gerade, ob er noch wach ist. Dann wollten wir uns nämlich was zu essen bestellen. Und dann mit ihm zusammen essen. Der durfte sich was aussuchen, was Ungesundes. No. Leon darf jetzt Biene Maya gucken. Wir haben nämlich Angst, dass er uns sonst einschläft. Und dann wird er morgen früh um 5 Uhr fit sein. Deswegen darf er jetzt noch ein bisschen Biene Maya gucken. Und dann fährt Dennis gleich nach McDonald's. Dann sind hier seine Geschenke. Oh mein Gott. Also geplant waren eigentlich nur 3 Sachen davon. Und ja, die anderen Sachen waren wohl außerplanmäßig. Er hat einmal eine Waschstraße von Bosch bekommen. Leon steht total auf Waschstraßen. Er liebt Waschstraßen. Und da kann er auch sein Werkzeug, was er von Bosch hat, direkt mitbenutzen und da rumschrauben und sowas. Dann hat er sich ein Keyboard gewünscht. Das hat er dann auch noch bekommen von, weiß ich nicht, Simba. Ein Keyboard. Er liebt Musik. Und das ist das Looping Louis Spiel von uns. Dann hat er noch so ein ferngesteuertes Auto bekommen. Und dann noch so ein Putzwagen, also das Auto. Und der Putzwagen, das war wohl außerplanmäßig. Er liebt es zu putzen. Komisch, von wem hat er das nur? Und hier ist eine Polizeistation von Playmobil drin. Und ja, der war jetzt total überfordert. Das ist von meinen Schwiegereltern, das bekommt er dann Sonntag. Das packen wir so lange im Keller. Die Cupcakes sehen irgendwie aus wie Frikadellen, aber die schmecken ganz gut. Ich kann euch das mal gerne unten verlinken, das ist ein Video. Die sind wirklich sehr lecker. Mir ist das irgendwie missglückt, weil die Butter, glaube ich, noch einfach viel zu kalt war. Ich habe das gestern mitten in der Nacht spontan entschieden, dass ich noch Muffins mache, weil eigentlich, ja, war das ja nicht geplant, dass heute jemand kommt. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte gerne für morgens für Leon, wie wir das dann heute auch gemacht haben, mit einer Kerze, ihm dann direkt was geben. Und dann habe ich ganz spontan einfach diese Cupcakes gemacht.
und noch die Kekse, die habe ich aber nicht spontan gemacht, die waren für den Kindergarten und für uns hier. Und das Rezept kann ich euch auch unten verlinken. Dazu habe ich nämlich schon mal ein Video gemacht. Das ist ziemlich lang, dieses Video. Wir haben jetzt gerade noch was von McDonald's gegessen und ich esse jetzt den McFlurry KitKat mit Karamell. Genau. Und ich bin so müde. Leute, wenn ich irgendwann mal in einem Video sage, dass ich topfit bin und überhaupt nicht müde, dann gebe ich einen aus. Ich glaube, das habe ich noch nie gesagt, ne? Ich bin immer nur dauermüde und ich habe diese Nacht aber auch wieder nur ein paar Stunden geschlafen. Ey! Ich hab gewonnen! So gar nicht. Leon packt jetzt gerade sein LKW aus, den Lidl-LKW. Und ich werde mich dann jetzt auch direkt bettfertig machen und ins Bett gehen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass die Zwillinge um 10 bestimmt nochmal kommen werden und dann topfit sind und spielen wollen. Deswegen gehe ich jetzt einfach ins Bett. Ich werde mal nach langer, langer Zeit mal wieder vor 8 Uhr ins Bett gehen. Wann war ich das letzte Mal vor 8 Uhr im Bett? Ich weiß es gar nicht mehr. Sonst bin ich eigentlich immer so um 2:30 im Bett und das geht nicht gut. Nee. Weil ich immer irgendwas noch aufräume oder die Wäsche noch wasche und warte, bis die fertig ist oder bügel. Alles das, was ich jetzt über den Tag verteilt, nicht mehr ganz so gut hinkriege. Dadurch, dass die Zwillinge mich immer brauchen und das ist ja auch wichtig. Aber ich möchte das andere auch nicht vernachlässigen. Der ist ganz schön flink. Aber der ist ja toll, der hat ja sogar Licht. Ich mache mich jetzt bettfertig und gehe direkt ins Bett und hoffe, dass die Zwillinge ein bisschen schlafen. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!